ein besonderer Willkommensgruß gilt unserem Gast aus Ratingen sowie dem Oberschiedsrichter. So wie ihn gerade. Er ist auch irgendwo da. Patrick Iber mit seinen Schiedsrichtern Ulrich Wilsch, Svenka Kniest, Marc Schörings und David Schwert. Ja, die Tennisfreunde wissen es, der Ratinger TC startet als haushoher Favorit in diese Saison. Und alles andere als der Aufstieg in die erste Bundesliga, das ist erklärtes Ziel unserer Ratinger Damen. Ja, und nach der unglücklichen Auftaktniederlage unseres Teams wollen unsere Damen heute wieder fighten, fighten, fighten. Ja, und vielleicht gelingt Ihnen ja auch heute die ein oder andere Überraschung. Schauen wir mal. Darf ich nun die Mannschaften vorstellen. Und nun der Etouff. Die Französin ist das neue Gesicht beim Etouff-Bund. Will heute zeigen, dass sie zu Recht verpflichtet worden ist. An Nummer 1, Stefanie Wong-Souti. Die Kroatin aus Zagreb spielt bereits im vierten Jahr für den Etouff und ist aus der Stammbesetzung nicht mehr wegzudenken. An Nummer 2, Daria Jura. Als erfahrene Spielerin gehört sie zu den Leistungsträgerinnen im Team. Nummer 3, Angelika Rösch. Die lettische Fettkampfspielerin ist ebenfalls neu beim Etouff. Und nicht nur im Doppel will sie Punkte. Unsere Nummer 4, Liga Dekmaiere. Von klein auf ist sie hier am Baldener See zu Hause und sowohl im Einzel wie im Doppel schlägt sie immer wieder erfolgreich auf. Nummer 5, Imke Küsken. Seit 2004 ist sie fast ununterbrochen in der zweiten Liga aktiv. Mit ihrem ungebrochenen Kampfgeist konnte sie so manches Match noch drehen. An Nummer 6, Franzi Etzel. Ja, und sie ist ein absoluter Kämpfertyp. Und auch als Coach wird sie mit ihrer Erfahrung gerade bei den Jüngeren geschätzt. Nummer 7, Katharina Jakob. Teammanager ist Frank Stückrad. Und Teamcoach Rainer Stambor. Freuen wir uns nun auf interessante Matches und ein attraktives Tennis heute beim Match in der zweiten Damenbundesliga Etouff Essen gegen den Ratinger TC Grün-Weiß.